Hallo und herzlich willkommen. Seit langer Zeit mal wieder ein Video aus meinem Keller. Das seht ihr schon, ich stehe irgendwie hier vor jeder Menge Elektronik. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich mal auf eine Frage eingehen, die ich von vielen von euch schon bekommen habe und auch in der Beratungspraxis zu PV-Anlagen öfters gestellt bekomme. Und zwar geht es um den Verbrauch, den man, also um den Strombezug, den Stromverbrauch, den man hat, auch wenn man eine Solaranlage und vielleicht sogar noch dazu einen Speicher hat. Denn vielen Kunden wird immer noch versprochen, wer eine Solaranlage und einen Speicher hat, der wird zumindest über den Sommer überhaupt gar keinen Strom mehr aus dem Netz beziehen. Und diese Aussage ist so nicht richtig, denn viele von euch, die gucken dann doch vielleicht ab und zu mal auf den Zähler. Das machen wir auch gleich und stellen dann fest, verstehe ich überhaupt gar nicht. Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, ich habe einen Speicher im Keller und trotzdem habe ich irgendwie noch einen Stromverbrauch, auch über den Sommer. Wie kann denn das sein? Und das versuche ich euch in diesem Video mal darzustellen, woran das liegen kann und was man vielleicht auch ein bisschen dagegen tun kann. Viel Spaß dabei! Das Erste, was man natürlich machen sollte, wenn man sich mit diesem Problem oder wenn man mit diesem Problem konfrontiert wird, ist, dass man sich erstmal seinen Zähler anguckt. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch inzwischen nicht mehr so einen Zähler hier haben wie den hier, nämlich mit so einer Drehscheibe. Das ist übrigens der Zähler für meine zweite Solaranlage. Die liegt auf der Nordwestseite, ist eine reine Einspeiseanlage und deswegen ist das hier auch noch so ein alter Drehscheibenzähler. Die meisten von euch, wahrscheinlich alle, werden sowas hier haben, wenn sie eine Solaranlage haben. Und zwar einen digitalen Zähler bzw. eine digitale Messeinrichtung. In dem Fall ist das ein digitaler Stromzähler mit zwei Zählwerken drin. Früher hatte man dafür zwei von solchen Drehscheiben. Heute ist das elektronisch geklärt. Ihr habt ein Anzeigefeld, das wechselt immer hin und her. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Vielleicht habt ihr auch zu eurem Stromzähler, als der eingebaut wurde, so eine Informationsbroschüre bekommen. Ich halte die mal hier einfach rein. In dieser Informationsbroschüre ist unter anderem beschrieben, was man an dem Zähler alles ablesen kann. Denn da kann man ein paar ganz interessante Dinge herauslesen. Wichtig für unseren Fall heute ist, dass wir hier zwei Zählwerke drin haben und die sind einmal benannt mit 180 und 280. Das wird immer abwechselnd hier im Display angezeigt und das eine Zählwerk, die 180, die zählt den Strom, den ihr aus dem Netz bezieht. Also das ist euer Stromverbrauch, den ihr dann auch bezahlen müsst an euren Stromlieferanten, ganz normal. Und das zweite Zählwerk, die 280, das ist das, was ihr ins Netz einspeist, also Strom, der zum Beispiel von eurer Photovoltaikanlage oder eurem Mini-Block-Heizkraftwerk erzeugt wird, den ihr aber nicht selbst zeitgleich nutzen konntet, weder direkt noch zeitversetzt über den Zähler, über den Speicher und den ihr vielleicht auch nicht über eine andere Wallbox oder über eine Wallbox, wie auch immer, an euer Auto verladen konntet oder an eure Wärmepumpe weiterleiten konntet. Also Strom, den ihr zu Hause nicht verbrauchen konntet. Ja, das ist das Zählwerk 280. Für uns heute ist das Zählwerk 180, also quasi der normale Haushaltsbezug, interessant. Werfen wir mal einen Blick darauf. Wir schauen mal auf meinen Stromzähler. Und ihr seht dort so verschiedene Zahlen, die dort angezeigt werden. Wichtig ist die obere Zeile, hier die 691. Das ist das Zählwerk 180. Das ist unser Stromverbrauch, den wir seit Einbau des Zählers hatten. Und das ist die eingespeiste Strommenge, des Zählwerk 280, 403 Kilowattstunden haben wir also eingespeist. Ihr seht auch, dass diese Werte immer so ein bisschen hin und her wechseln. Darunter haben wir einen Wert, der pendelt jetzt so gerade so bei zwischen 30 und 40, so um die 40. Das ist das, was wir gerade verbrauchen. Ihr seht auch, dass der Wert ab und zu mal sich verändert. Das ist klar, der Stromverbrauch in einem Haushalt ist nicht immer konstant. Da geht mal hier eine Pumpe an, da geht dort mal was aus, da schaltet sich dieses ein, da schaltet sich das wieder aus und hin und her. Und deswegen ist der Stromverbrauch nie so ganz konstant und wechselt immer hin und her. Und das ist sozusagen der Stromverbrauch, den ihr habt, der natürlich entsprechend gezählt wird und der dann auch bezahlt werden muss. Aber genau an der Stelle geht halt jetzt die Fragerei los. Wieso läuft auf meinem Zähler auch gerade im Sommer ein Stromverbrauch auf, obwohl ich, wie gesagt, ja selber Strom erzeuge, vielleicht auch einen Speicher habe, habe ich ja auch, um den Strom zwischenzuspeichern, den ich gerade nicht verbrauchen kann, um ihn dann eben später zu verbrauchen. Wie kommt es, dass dann ein Stromverbrauch aufläuft? Und dazu gibt es verschiedene
Antworten und verschiedene Möglichkeiten, woran das liegen kann. Und ich habe mir mal hier so einen kleinen Spickzettel aufgeschrieben und wir gucken uns jetzt mal an, woran das eigentlich liegt. Wir fangen mal ganz einfach an. Logisch ist, dass wir natürlich einen jahreszeitlichen Wechsel in der Erzeugung des Stroms haben von unserer PV-Anlage. Das wisst ihr selber. Aber wenn ihr vielleicht jetzt gerade in diesem Sommer eine PV-Anlage frisch installiert habt, dann wandert ihr jetzt sozusagen in die schlechte Jahreszeit rein. Wir haben es jetzt den 11. November heute und das Wetter ist nicht mehr so besonders gut. Die Tage werden immer kürzer. Ihr merkt es selber, mit jedem Tag gefühlt erzeugt man weniger Strom. Vielleicht macht ihr euch auch schon Sorgen, um Gottes Willen. Vielleicht hat mir da mein Solartechniker viel zu viel versprochen. Keine Sorge, spätestens ab vielleicht Ende Februar, Mitte März merkt ihr, wie die Erzeugung eurer Solaranlage geradezu wieder explodiert und ihr sehr viel mehr Strom erzeugt, als das jetzt der Fall ist. Klar, Photovoltaik ist eben eine jahreszeitenabhängige Technologie und deswegen ergänzen wir sie ja auch im Gesamtsystem mit Biomasse oder mit Windkraft zum Beispiel. Okay, also klar ist, ihr werdet auf jeden Fall, je kürzer die Tage werden, sprich also Herbst, Winter und auch noch Teile des Frühlings, natürlich einen Stromverbrauch auf eurem Zähler drauf haben. Eure Anlage wird einfach immer weniger Strom erzeugen. Ihr werdet den Speicher vielleicht auch gar nicht mehr voll kriegen und von daher ist es klar, irgendwann abends, vielleicht nach dem Kochen, vielleicht auch schon vorher, ist der Speicher leer und es wird Strom aus dem Netz bezogen, der dann eben auch bezahlt werden muss. Das ist klar, das ist der jahreszeitliche Effekt, den man hat, aber wir wollten ja ein bisschen gucken, woher kommt eigentlich der Verbrauch im Sommer. Und da gibt es dann weitere Möglichkeiten. Die nächste Möglichkeit ist, dass vielleicht euer Stromspeicher zu klein ist. Was heißt das? Möglicherweise habt ihr eine Anlage, die noch nach einer alten Regel gebaut wurde. Es gab da früher mal so eine Regel, da hat man gesagt, pro 1000 Kilowattstunden Stromverbrauch sollte man 1 kW Peak aufs Dach setzen und etwa eine Kilowattstunde Speicher dazu bauen. Das würde in meinem Fall zum Beispiel bedeuten, wir hatten so einen Stromverbrauch von ungefähr 3000 Kilowattstunden, 3 kW aufs Dach, 3 kW Speicher in den Keller. Nun, die 3 kW habe ich zum Glück aufs Dach bekommen, aber zum Glück habe ich mich für einen größeren Speicher entschieden. Denn diese alte Regel, diese 1:1:1 Regel, so hat man sie mal genannt, die ist heute eigentlich nicht mehr gültig, aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite ist Speicher einfach billiger geworden. Damals, als diese Regel noch galt, war Solarspeicher noch viel, viel teurer, als das heute der Fall ist. Und auf der anderen Seite muss man ja nur mal nachrechnen. 3 Kilowatt Peak auf dem Dach, 3 Kilowattstunden Speicher, heißt, dass der Speicher im besten Fall in einer Stunde schon vollgeladen ist. Im Sommer haben wir aber bis zu 16 Stunden Sonne. Das ist der Maximalwert. Und trotzdem haben wir im Sommer eine viel, viel höhere Energieerzeugung, als das im Winter der Fall ist. Und das bedeutet, selbst mit so einer kleinen Anlage, wie ich sie auf dem Dach habe, 3 kW Peak, kann ich im Sommer über 10 Kilowattstunden Strom erzeugen. Mein Speicher, wenn der 3 Kilowattstunden groß wäre, also 3 Kilowattstunden fassen würde, der wäre wahrscheinlich schon so gegen Mittag voll. Und was passiert dann? Der Strom wird ins Netz eingespeist. Dann komme ich abends nach Hause, koche ein bisschen was oder stecke mein Auto ran zum Laden, ruckzuck ist der Speicher leer und dann muss wieder Strom aus dem Netz bezogen werden. Aus dem Grund habe ich mich zum Beispiel dafür entschieden, einen 10 Kilowattstunden Speicher zu installieren. In der ersten Ausbaustufe waren es 5 Kilowattstunden, dann habe ich gemerkt, das ist zu wenig, ich speise noch viel zu viel ein und habe dann auf 10 Kilowattstunden erweitert. Ihr findet bei uns dazu hier oder hier ein Video, das wir euch dazu mal verlinken. Diese 10 Kilowattstunden Speicher, die ich jetzt habe, haben sich bei mir als genau richtig erwiesen. Ich kann also wirklich den allergrößten Teil der von mir erzeugten Energie zwischenspeichern. Jetzt im Winter kriege ich den Speicher auch nicht mehr voll, das ist klar. Aber in der ganzen Sommerzeit und auch im Herbst habe ich gemerkt, das ist eine Speichergröße, die genau richtig ist. Vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, muss ich mal drüber nachdenken. Wenn also bei euch der Speicher so klein ist, so kann es daran liegen, dass ihr den Speicher dann zu schnell am Abend schon wieder leer gesaugt habt und dann wieder Strom verbraucht. Wenn dann, das wäre dann jetzt der dritte Punkt, euer Wechselrichter natürlich über Nacht läuft, wo keine Energie vom Dach kommt und der Speicher ist leer, dann zieht sich euer Wechselrichter im Standby natürlich auch Energie. Also der Eigenverbrauch vom Wechselrichter, zum Teil auch vom Speicher, je nachdem, was man für das System hat, der wird nachts auch gezählt und läuft auch wieder als Verbrauch auf eurem Zähler auf. Guckt doch mal in das Datenblatt von eurem Wechselrichter bzw. von eurem Speichersystem, ob es einen Eigenverbrauch hat. Bei meinem Wechselrichter ist es so, dass er einen Eigenverbrauch von etwa 10 Watt pro Stunde hat, 5 bis 10 Watt, nicht ganz.
also irgendwo dazwischen. Und das ist genau das, was ich dann auch sehe, wenn der Speicher leer ist und es kommt nichts mehr vom Dach, so wie eben jetzt zum Beispiel in der Jahreszeit, dann zieht er sich diesen Eigenverbrauch selber aus dem Netz. Und dann, ihr wisst, was ich sagen will, haben wir wieder einen Bezug aus dem Netz. So, das sind so ein bisschen so die Kleinigkeiten. Und jetzt gucken wir uns mal an, woran es noch liegt. Denn das, was jetzt kommt, das ist eigentlich viel, viel spannender. Zwei spannende Gründe warten noch auf euch. Punkt Nummer eins, Leistungsfähigkeit des Speichers. Und dazu habe ich mal ein bisschen was aufgebaut. Ja, ich knie sozusagen auf dem Fußboden und habe hier mal einen etwas ganz einfachen Versuchsaufbau vorbereitet. Da steht mein Wasserkocher aus der Küche. Das ist eine Steckdosenleiste, die ist sogar eingeschaltet. Und das kennt ihr auch hier, das hier. Das ist so ein Steckdosenmessgerät. Da kann man den Stromverbrauch von Geräten mit Steckern messen. Und ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. 0,5, 0,3, 0,4 Watt werden jetzt gerade gezogen. Jetzt schalte ich mal den Wasserkocher ein. Ihr seht, der läuft da. Und wir gucken mal auf den Stromzähler, auf das Messgerät. 1846, 1847, 1840, also so rund 1800 Watt zieht jetzt der Wasserkocher aus der Stromleitung. Und eigentlich habe ich ja einen Stromspeicher. Das heißt, eigentlich dürfte ich jetzt auf dem Zähler oben gar keinen Verbrauch sehen. Schauen wir mal nach. Ihr hört es ganz schön laut da unten rauschen. Das ist der Wasserzähler. Und tatsächlich seht ihr, obwohl der Wasserkocher jetzt 1800 Watt aus der Leitung zieht, ist der Verbrauch fast null. Schwankt so ein bisschen hin und her, aber fast null. Klar, denn die Energie, die kommt ja jetzt aus dem Speicher. Genau das, was wir eigentlich wollen. Okay, also der Wasserkocher, 1800 Watt. Jetzt habe ich mir noch einen Heizlüfter dazu geholt. Der hat 2000 Watt Leistung und einen Föhn. Der hat ungefähr, ich gucke mal drauf, zwei Stufen und in der höchsten Stufe hat er 1200 Watt. So, hier ist nochmal die Ausgangssituation. Da der Speicher. Hier oben der Wechselrichter. Der Wasserkocher, der Heizlüfter und hier drüben der Föhn. Okay, dann wollen wir mal Folgendes machen. Also, wir schalten zunächst den Wasserkocher ein und dazu noch den Heizlüfter. So, und jetzt schauen wir mal auf den Stromzähler. So, also da seht ihr erstmal, 3000 Watt standen da und dieser Wert, der wird jetzt langsam weniger. Warum? Weil jetzt der Speicher natürlich Energie aus dem Speicher abgerufen wird. Das zeige ich euch mal am Wechselrichter. Da geht ein Pfeil unten von der Batterie hoch. Also es wird Energie aus dem Speicher abgerufen. Und ihr seht, dass jetzt der Strombezug nur noch bei 900 Watt liegt. Aber das sind ja immer noch 1000 Watt, die ich aus meinem Speicher, die ich aus dem Netz ziehe. Ich habe doch einen Speicher und einen Wechselrichter. Warum wird denn nicht alles jetzt aus dem Speicher und dem Wechselrichter versorgt? Ja, die Erklärung ist sehr einfach. Wir fassen nochmal zusammen. 2000 Watt Verbrauch vom Heizlüfter plus die 1800 Watt von dem Wasserkocher machen zusammen knapp 4000 Watt Leistung. 1000 Watt hat er aber aus dem Netz gezogen. Wie kommt denn das? Nun, das ist ganz einfach zu erklären. Wechselrichter und Speicher können nicht unbegrenzt viel Leistung abgeben. Guckt mal in das Datenblatt von eurem Wechselrichter bzw. eurem Speichersystem, wie viel Leistung dieses System ins Hausnetz abgeben kann. Bei meinem System sind das 3000 Watt. Das heißt, wenn ich den Wasserkocher anmache, 2000 Watt, das kann das System locker decken. Wenn ich dazu den Föhn anmache, ist das auch überhaupt kein Problem. Aber der Wasserkocher zusammen mit dem Heizlüfter, das sind dann eben mehr als die 3000 Watt. In dem Fall fast 4000. Und das kann das System nicht mehr hergeben. Und den Rest holt es sich, als wenn der Speicher leer wäre, aus dem Netz. Wenn ihr also zum Beispiel abends kocht und ihr habt den Wasserkocher an und vielleicht eine Mikrowelle und der Herd läuft oder der Backofen, dann kommt man ja ganz schnell auf über 2000 Watt. Und wenn dann, oder über 3000 Watt.
Und wenn dann das System eben nicht mehr hergeben kann, dann kommt der Rest aus dem Netz. Schaut also mal einfach in eure Datenblätter rein, dann wisst ihr, wie viel Strom euer System erzeugen und ins Hausnetz abgeben kann. Und dann ist es auch klar, warum ich auch im Sommer einen Verbrauch generiere. Denn auch im Sommer wird gekocht. Da läuft vielleicht der Backofen, da ist dann mal der Wasserkocher an, andere Geräte, da kommt man schnell mal über diese Grenze, die dieses System erzeugen kann. Von daher ist es kein Wunder, dass dann auch mal ein Verbrauch auf dem Zähler aufläuft. Und damit ihr nicht denkt, ich hätte das viele heiße Wasser, was ich jetzt gemacht habe, das geht nämlich verflucht schnell, einfach weggegossen habe. Ich habe mir einen Tee gekocht, aber der ist noch so heiß, dass ich den gar nicht trinken kann. Und ich habe mit dem restlichen Warmwasser noch schnell zwei Pfannen abgewaschen. Also was man hat, hat man und sollte man ja auch nutzen. Aber Spaß beiseite. Ihr habt also gesehen, dass es nicht darauf ankommt, dass euer Speicher, also dass es nicht nur darauf ankommt, dass euer Speicher gut gefüllt ist, sondern dass es natürlich auch darauf ankommt, dass ihr die Systemgrenzen eures Systems nicht überschreitet. Das ist im Alltag unvermeidbar. Wenn man es aber weiß, kann man sich vielleicht ein bisschen danach richten und möglicherweise ja beim morgendlichen Kaffee, einen Tee kochen, toasten, so ein bisschen darauf achten, vielleicht nicht alles gleichzeitig zu machen. So, und damit sind wir beim letzten Punkt und das habt ihr eigentlich die ganze Zeit schon gesehen. Ihr habt schon die ganze Zeit in dem Video gesehen, dass auf meinem Zähler hier ein Verbrauch zu sehen ist. Das sind jetzt im Moment ungefähr 20 Watt. Obwohl der Speicher gefüllt ist, zu ungefähr 35%, und obwohl die Leistung, die ich gerade im Haus ziehe, überhaupt weit unter dem ist, was das System leisten kann. Also im Moment ist, glaube ich, nur die Lampe hier im Haus an und der WLAN-Router und die Satellitenanlage und hier und da vielleicht noch eine Kleinigkeit. Das sind zusammen vielleicht 50 Watt oder so. Ich habe keine Ahnung, ganz, ganz wenig. Und trotzdem, also das müsste das System problemlos decken können. Und trotzdem ist hier ein kleiner Verbrauch. Woran liegt es? Das liegt an zwei Gründen. Auf der einen Seite habe ich jetzt zum Beispiel hier gerade eine Lampe an und induktive Lampen, also so eine Leuchtstoffröhre an. Und da ist es halt so, dass der Verbrauch nicht ganz genau hundertprozentig gedeckt werden kann. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Genauigkeit von eurem Smart Meter zu tun. Ihr habt ja in eurer Hausverteilung mit dem Speicher zusammen einen Smart Meter eingebaut bekommen. Damit meine ich jetzt nicht dieses Gerät hier, sondern so einen zusätzlichen kleinen Zähler oder Energiemanagementsystem oder Power Meter oder wie auch immer sich das nennt. Und dieses Gerät hat natürlich auch gewisse Messtoleranzen. Und von daher ist es nicht zu erwarten, dass euer Verbrauch immer irgendwie auf Null ist. Also das mag auch ein Grund sein. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Ihr habt es vielleicht gesehen, als ich den Wasserkocher eingeschaltet habe, da ging der Verbrauch nicht sofort auf Null. Sondern es hat eine Weile gedauert, ein paar Sekunden, bis der Verbrauch auf Null ging. Es dauert einfach einen Augenblick in der gesamten Regelelektronik, bis das System so viel Energie aus dem Speicher abruft und über den Wechselrichter ins Hausnetz einspeist, dass hier sozusagen eine Null entsteht. Und ganz genau halten lässt sich dieser Wert auch nicht, denn der Verbrauch schwankt immer so ein bisschen hin und her. Diese Zeit, die das System braucht, um das einzuregeln, läuft natürlich auch letztlich dann wieder als Verbrauch auf. Wenn ihr also im Haushalt Verbraucher nutzt, die sich ständig hin und her schalten, an, aus und das in sehr kurzen Abständen, das könnte zum Beispiel eine Spülmaschine sein, das könnte eine Waschmaschine sein, das könnte ein Wäschetrockner sein, alles Geräte, die sehr schnell ein- und ausgeschaltet werden, vielleicht sogar Licht, dann kommt das System einfach nicht so schnell hinterher, diesen Verbrauch immer sofort auf Null zu regeln. Der Verbrauch wird reduziert, das ist klar, ihr habt das ja gesehen, aber ganz auf Null schafft man das nicht. Hat man aber einen Verbraucher, den man über eine etwas längere Zeit laufen lässt, sagen wir mal so ab 10 Sekunden ungefähr, dann kann das System diesen Verbrauch ziemlich genau auf Null bringen. Zum Beispiel beim Laden eures Autos wird über einen relativ langen Zeitraum eine sehr konstante Last gezogen. Also, wir fassen nochmal die Gründe zusammen, warum ihr auch im Sommer einen Verbrauch auf eurem Zähler bekommen werdet. Der Punkt 1 war die tägliche und jahreszeitliche Schwankungen in der Erzeugung. Der Punkt 2, die Größe des Speichers. Der Punkt 3 war die Art der Nutzung. Heißt also, wie viel ziehe ich aus meinem System raus? Überschreite ich vielleicht die Systemgrenzen und das, was das System nicht liefern kann, muss aus dem Netz gezogen werden. Und der letzte wichtige Punkt ist einfach die Regelgeschwindigkeit eures Systems. Also wundert euch nicht, wenn ihr trotz Speicher, Solaranlage, Wechselrichter und alles, was es da so gibt,
einen Verbrauch auf eurem Zähler bekommt. Es wird definitiv weniger sein, als ihr verbraucht habt, bevor ihr diese Anlage installiert habt, das ist klar. Es wird aber auch nicht null sein. Übrigens nicht nur die maximale Leistung eures Systems, insbesondere des Speichers, sollte euch bei der Auswahl interessieren, sondern guckt doch auch mal, ab welcher Schwelle das System sich überhaupt einschaltet. Es gibt Speichersysteme, die sich erst ab 100, 200 oder 300 Watt überhaupt erst dazuschalten. So ein Kleinverbrauch, so wie jetzt zum Beispiel, der würde von dem System gar nicht erfasst und würde immer auf dem Zähler auflaufen. Das vielleicht als kleinen Tipp nebenher. So, ich hoffe, ich konnte euch die eine oder andere Frage damit beantworten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzugucken. Natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr unserem Kanal einen Daumen nach oben oder nach unten gebt, den Kanal entsprechend auch abonniert. Und vielleicht klickt ihr ja auch mal auf die Glocke. Die findet ihr irgendwo hier unten links oder rechts. Ich kann mir das immer nicht merken. Damit ihr informiert seid, wenn wir ein neues Video für euch haben. Ja, und wie ist das jetzt bei euch? Es ist klar, was jetzt kommt. Wie ist es bei euch zu Hause? Wie ist es mit eurem System? Wie genau regelt euer System? Wie schnell regelt es? Vielleicht probiert ihr das mal einfach aus, so wie ich das gemacht habe, falls ihr euch bisher damit gar nicht auseinandergesetzt habt. Und dann schreibt es doch mal hier unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie das bei euch funktioniert. So, das war's. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, langsam ans Abendessen zu gehen. Ich habe nicht so viel Speicher, nicht so viel Strom im Speicher, so ungefähr 2 Kilowattstunden. Mal gucken, was ich damit mache. Ich glaube, ich verkaufe eine Pizza. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.